Felicia, hinterlass mir eine Nachricht. Scheiße. Hey, ich wollte dich gerade anrufen. Ja, ich war zu spät dran. Was ist los? Wo bist du? Naja, ich bin in L.A. Seit wann denn das? Ich bin heute Morgen angekommen. Von wo? Aus Miami. Können wir uns sehen? Komm her, sag Jay nichts. Ich erklär's dir. Wie spät ist es? 7:15. Heilige Scheiße. Das war ziemlich heftig heute Nacht. Du bist ziemlich ruppig. Ich hatte einfach alles. Die Jungs und ich haben es krachen lassen. Wir haben ihn überall reingehalten, haben rumgestochert. Wir hatten alles, was man braucht. Boote, fette Pickups. Es war ein Gefängniscamp. Also hatten ganz klar wir Aufseher das Sagen. Und erst die Frauen. Ihr würdet es nicht glauben. Was würden wir deiner Meinung nach nicht glauben? Ich meine ja nur, es waren viele. Oh. Hast du sie alle gevögelt, Reggie, oder was? Erzähl's uns. Wie viele waren's? Eine Menge. Geht's genauer? Hey, Jason. Sag ihr, sie soll aufhören. Okay. Christina, Reggie ist jetzt dran, also lass ihn bitte ausreden. Ja, ich frag mich nur, wo das alles hinführen soll. Ich meine, er redet hier nur über seine Boote und ich denke, sein Schwanz? Ist es das, was wir haben überall rumgestochert, bedeutet, dass dein kleiner Schwanz raushängt? Du sprichst so herablassend, Reggie. Es reicht uns, hörst du? Ich erzähle euch nur, wo ich herkomme. Wir wissen, wo du herkommst. Du erzählst es jedes Mal. Du hast deine Tochter im Wagen sitzen lassen, als du high warst. Du hast eine Waffe auf deine Frau gerichtet. Wieso erzählst du uns nicht davon? Wir sind alle hergekommen. Also sollten wir die Zeit auch nutzen, um uns gegenseitig zu helfen. Wunderschön. Sieh mich nicht an. Unter den Kopf. Na, ich weiß. Versuch dagegen zu halten. Na los! Gut, Mann. Nicht übel, wirklich. Das wird was. Ah.
Hier heute Morgen? Nein. Gestern auch nicht. Er wird nicht kämpfen. Das weißt du nicht. Alvi wird es ihm ausreden, Mann. Kommt drauf an, wie schlimm sein Knie ist. Denk nicht drüber nach. Kümmer dich um dich. Das ist wichtig. Du hast recht. Du hast recht, Coach. Ich werde zur Abwechslung mal positiv denken. Wie findest du das? Ich gehe jetzt zur Mom. Kommst du mit? Ich trainiere Bob. Scheiß auf Bob. Du solltest kämpfen. Ich habe schon mit Dad darüber gesprochen. Du musst zurück in den Käfig. Wenn Ryan kommt, sag mir Bescheid. Klar. Gut. Hier. Verfluchte Scheiße! Alles okay? Du hast mir das Schlüsselbein gebrochen, Arschloch! Einen Scheiß habe ich gemacht. Du hast dein verdammtes Rad geschrubbt. Du hast verflucht nochmal nicht hingesehen! Was soll der Scheiß? Ich bin nur aus meinem Truck ausgestiegen. Wieso fährst du so schnell, jetzt Blödmann? Jetzt rufen Sie schon einen Notarzt. Na los! Herrgott nochmal! Verdammte Irre auf Rädern! Scheiße! Alvi? Was in aller Welt ist hier los? Lance Armstrong hat sein beschissenes Rad geschrottet. Es war Ihre Schuld! Jetzt bleiben Sie einfach still sitzen. Scheiße. Ich brauche einen Rettungswagen. Das sieht schlimm aus, Alvi. 3092 Buckingham Road, Fahrradunfall. Ja, verflucht nochmal, er atmet. Schlüsselbein. Ihr Schlüsselbein? Ja, mein Klavikula. Klavikula, in Ordnung. Scheiße. Ist Ryan schon wach? Ja, aber er hat sich noch nicht die Zähne geputzt, also lass ihm noch eine Minute. Bleib einfach bei ihm, bis der Notarzt hier ist. Klar, mach ich. Doch nochmal. Wollen Sie sich vielleicht auf den Rasen legen? Nein, ich will mich nicht auf den Rasen legen. Das wird sicher ein langer Tag für Sie werden, Sir. Ich habe mit Juan im Käfig Grappling trainiert. Und dabei habe ich es mir verdreht, einfach so. Verdreht? Ja, genau. Juan hat nichts gesagt und keiner hat mich angerufen. Naja, er wusste es nicht. Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, es wäre nichts Ernstes. Aha. Ja, ich bin einfach nach Hause ins Bett und dann ist es angeschwollen. Hast du es belastet? Naja, ein bisschen. Es tut weh. Was wird das? Ich würde es gern sehen. Na gut. Ich hab's noch nicht angefasst. Ja, ich weiß. Was denn? Hier? Ja. Genau hier? Ja. Hast du es dir verdreht, ja? Ja. Klar. Pack das Eis wieder drauf. In Ordnung. Ich rufe Dr. Ember an. Vielleicht kann er dich dazwischen schieben. Okay. Alicia hat sich neulich echt gut gemacht. Ja, wir haben telefoniert. Du hast was verpasst, sage ich dir. Du hättest es sehen sollen. Sie hat's erzählt. Was ist? Sie hat's drauf. Oh, Scheiße, ich muss da raus. So ein Arschloch auf einem Rad hätte mich fast umgebracht. Was? Okay, ich klär das. Ich rufe Ember an, dann hole ich dich ab und bring dich zu ihm. Klar, lass das Eis drauf. Danke, Coach. Ich bin ein echter Scheißkerl. Wir können das nicht mehr machen. Ich kann nicht mehr klar denken. So schlimm ist es nicht. Es geht um Moral, Christina. Das ist eine Grundregel. Man schläft nicht mit Patientinnen. Das lernt man gleich am ersten Tag. Menschen, Vögeln. Das ist nicht das Ende der Welt. Ich werde dich nicht verklagen. Ich bin verheiratet. Ich bin frisch verheiratet. Ihr Vater hat meine Weiterbildung bezahlt. Ich kann jetzt nicht die Scheidung einreichen. Ich kann die Klappe halten.
Es geht nicht darum, damit durchzukommen. Als Therapeut und als Ehemann sehe ich nicht, wie ich das... Wie... Jason. Du wiederholst dich. Wenn du nicht damit klarkommst, lassen wir es bleiben. Ich werde nicht ausflippen. Hören wir auf. Gut. Denn das müssen wir. Oh, mein Sohn will heute mit mir zum Mexikaner. Ich komme vielleicht etwas später, ist das okay? Ja, klar. Nur, sag den anderen nicht, dass ich es erlaubt habe. Helfen? Ich suche Alicia Flores. Entschuldige, hier gibt's keine Flores. Ich habe gerade mit ihr geredet. Sie hat gesagt, dass sie hier wäre. Alicia Mendes trainiert hier. Mendes, ja, das ist sie. Ich bring dich hin. Danke. Alicia! Du hast bezahlt. Heilige Scheiße, bist du dünn. Verflucht nochmal. Siehst echt stark aus. Tja, es ist im Grunde das Einzige, was ich tue. Ich baue keinen Scheiß mehr, abgesehen vom Trinken. Und du schläfst hier? Ja, ich meine, es gibt eine Sauna, Duschen, ich kann trainieren, wann immer ich will. Das ist nicht übel. Also, was machst du in L.A.? Ich wollte einfach mal vorbeikommen. Ich habe dich ewig nicht gesehen. Willst du mich nicht hier haben? Oh. Das habe ich nicht mal angedeutet, oder? Kommt mir aber so vor. Weißt du, ich habe seit einem Jahr nichts mehr von dir gehört. Ich weiß und es tut mir leid. Ich war in Europa. Bin gerade erst aus Italien zurückgekommen. Ich hatte da einen Job. Jedenfalls hattest du einen Job. War es was mit Mode? Print. Ein furchtbarer Designer. Der Fotograf hat genervt. Ich sah scheiße aus. Ich will nicht drüber reden. Ich bin jetzt alt. Halt die Klappe. Du verwendest Moms Mädchennamen? Ein paar Jahre schon. Hallo. Du musst ihre Schwester sein. Sie ist die Schwester. Ich bin Ava. Ich bin Jacolina. Ich hab geglaubt, Alicia wäre die Hübschere. Doch es ist ein gottverdammtes Unentschieden. Tja, wir haben für jeden etwas. Rate, wer älter ist. Kannst du vergessen. Ach komm schon, jetzt rate. Oh, Ava, ich bitte dich. Rate. Also gut. Alicia ist jünger. Ich liebe dich so sehr. Ich bin ein Jahr älter. Das war geraten. Ganz ehrlich, ihr beide seid hinreißend. Ava, es war mir ein Vergnügen. Wir lieben deine kleine Schwester und wir kümmern uns verdammt gut um sie. Mit den Worten eures Volkes sag ich adios. Das will ich auch hoffen. Hey, lass uns heute Abend ausgehen. Bitte. Okay, ja. Geht klar. Sie haben Glück. Das Seitenband ist intakt. Wir müssen nicht operieren. Nur ein kleiner Riss, der von selbst verheilt. Kann er kämpfen? Wann denn? In 10 Tagen. Ist nicht einfach. Schwer zu sagen. Lassen Sie sich vom Schmerz leiten. Wenn Sie es aushalten, dann los. Wenn es weh tut, dann eben nicht. Klasse. Danke. Alles klar. Wie geht's, Nate? Viel besser. Er soll noch mal zur Nachsorge kommen. Ich sorge dafür, dass er es macht. Das hoffe ich. Danke, dass Sie Zeit hatten. Gern geschehen. Gut, wir sehen uns. Wiedersehen. Was hast du jetzt vor?
Was meinst du? Ich werde den Kampf nicht absagen, falls es das ist. Ja, ist gut. Gut. Wir setzen heute das Training aus und morgen werden wir sehen, wie du dich fühlst. Ich will nicht, dass jemand erfährt, wie verflucht schlimm es ist. Wie schlimm ist es denn, Ryan? Ryan, bitte sag jetzt, kannst du kämpfen oder nicht? Ja, ich kann kämpfen. Ich hoffe nur, dass du als Jays Dad auch deine Rolle als mein Coach nicht vernachlässigst. Als Jays Dad? Ernsthaft? Denkst du etwa, ich erzähle dem Typen, gegen den du kämpfst, von deiner Verletzung? Scheiße, ich hoffe es nicht. Oh, wirklich? Das war jetzt nicht respektlos gemeint. Das war sehr wohl respektlos. Gewaltig. Mann, ich wollte nur sicher gehen. Jetzt mach schon, geh. Ich höre wohl nicht recht. Hey Jungs, kommt in mein Büro. Shelby, das musst du nicht tun. Oh, Nate hat mich gefragt. Kein Problem. Verstehe. Lieb von dir. Da ist ein Drink für dich. Der ist gut für die Haut. Klasse, danke. Lässt uns einen Moment allein? Hey, kommt rein, Jungs. Setzt euch. Ihr seht gut aus. Ja, du bist ein gemeiner Coach. In Ordnung. Ich muss euch Jungs was erzählen. Und danach werden wir nie wieder drüber reden. Lisa hat vor ein paar Tagen ihr Baby verloren. Ich habe nicht viele Informationen, aber es ist tot. Geht's Lisa gut? Ich denke schon. Ich weiß es nicht, aber ich denke schon. Was ist passiert? Keine Ahnung. Ihr Vater hat mich angerufen. Er hat es mir erzählt und gesagt, dass Lisa mich nicht sehen will. Deswegen weiß ich nichts Genaueres. Ihr müsst das für euch behalten. Ich will nicht, dass es sonst noch jemand erfährt. Auf keinen Fall. Okay? Mir geht's bald besser. Ich liebe euch, Jungs. Ich liebe euch. Das wird schon. Dad. Bist du bereit für deinen großen Kampf? Was ist los? Du bist schon die ganze Zeit total abwesend. Ryan ist mein Freund. Ich kämpfe nicht gern gegen Freunde, verstehst du? Ja, aber ich dachte, du wolltest diesen Kampf. Ich will und ich will nicht. Ich weiß es einfach nicht. Scheiße, es ist das nächste Level. Und da will ich einfach hinkommen. Das Gefühl kenne ich. Ich will einfach wieder kämpfen. Und weißt du was? Ich werde da sein. Wie das? Du darfst doch gar nicht so lange raus. Oh, ich habe meine Privilegien. Und wieso? Ich bin vorbildlich. Ich werde es versuchen, okay? Vielleicht lassen sie mich nicht, vielleicht sagen sie nein, aber ich werde zumindest fragen. Komm schon, nur noch zwei, das schaffst du. Hoch damit. Eins. Gut, 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 schieb's nach oben, komm schon. Jetzt mach schon, los, gut. Gut gemacht. Wie geht's dir? Gut. Doc Ember will, dass du zur Nachsorge kommst. Ich rufe ihn an. Wenn er sein Okay gibt, ich will einen Kampf. Wie du willst. Wenn er grünes Licht gibt, dann kriegst du einen. Wenn du das wirklich willst. Ich werde dir nicht im Weg stehen. Wann warst du bei Amber? Heute Morgen. Was sagt er zu Ryans Knie? Es ist okay. Und, wird er kämpfen? Ja, er wird kämpfen.
Hör auf, mich auszufragen. Wie hat er das eigentlich angestellt? Tja, solche Sachen passieren. Einfach so, Mann. Ja, klar. Na los, gib mir 10. Bereit? Du ziehst kein Kleid an? Da war keins, was ich mag. Ich habe noch ein paar im Wagen. Da passe ich ganz sicher nicht rein. Wer weiß? Nein, das ist okay. Ich fühle mich wohl. Das gefällt mir so. Du siehst toll aus. Ich wollte es dir nur anbieten. Hey, wir sollten Jay mitnehmen. Ernsthaft? Ja. Ich finde ihn lustig. Er ist cool, oder? Ja, aber ich dachte, dass wir in Ruhe reden. Dann treffen wir ihn danach. 7, 8, 9, noch 1 und 10. Okay, gut gemacht. Gut, jetzt noch ein bisschen dehnen. Komm. Das ist unglaublich. Was? Ich habe die ganze Zeit nichts gesagt. Willst du dich nicht entschuldigen? Wofür denn? Ich habe dich neulich abends angerufen. 8 Mal und du bist nicht rangegangen. Nicht einmal. Naja, es war Mitternacht. Na und? Ich habe dir 10 Riesen gezahlt, richtig? Ich habe dir klar gesagt, was ich von dir erwarte. Ich brauche dich, sei verfügbar, wann immer ich auch anrufe. Klar, jederzeit, Tag und Nacht. Ich hatte es gesagt, ich hatte es dir gesagt. Entschuldige, sollte ich das nicht verstanden. Okay, tu mir einen Gefallen und verschwinde einfach von hier, ja? Bitte? Ich versuche dir zu helfen und dir ist alles scheißegal? Darauf kann ich verzichten, das brauche ich nicht. Es ist mir nicht egal, Bob. Ja, schon gut. Pack dein Zeug zusammen und hau ab, okay? Bist ein netter Kerl, Nate. Ich bezahle dich dafür, dass du gehst. Dafür kriegst du die ganze Kohle. Und jetzt raus. Mach mir einen Smoothie, bevor du gehst, klar? Scheiße. Wie lief's mit deinem Sohn? Es war toll. Er war sehr nett. Was willst du? Ich muss mit dir reden. Entschuldigung. Entschuldige. Stimmt was nicht? Ich wollte gerade ins Bett gehen. Naja, ich habe über unsere Unterhaltung nachgedacht. Ich habe über dich nachgedacht. Das ist eine Sache, die mir immer öfter passiert. Ich will es nicht beenden. Ich finde, du bist eine unglaubliche Frau. Ach, das bin ich nicht. Doch, das bist du. Vergiss nicht, wo du mich kennengelernt hast. Es ist egal, was dich hierher verschlagen hat. Du bist mir wichtig. Und ich will dich. Das ist echt süß von dir und schmeichelhaft. Aber ich bin viel älter als du und du bist verheiratet. Du hast ein gutes Leben. Vermassel's nicht. Wir sollten das nicht tun. Hör auf. Nein! Lass mich verdammt nochmal los! Hier, bitte. Das kommt frisch aus der Eistruhe. Danke. Hey, Ryan. Ja? Es wird bald wieder. Okay? Schon gut, Mann. Es ist nur überdehnt. Hier. Danke. Okay. Ich mag's nicht, wenn du Schmerzen hast. Wollen wir uns einen Film ansehen? Klar, Mann, such du einen aus.
Keith, was soll der Scheiß? Das sehen wir uns nicht an. Wieso nicht? Wir sehen keine Pornos zusammen an. Das geht echt nicht. Das ist dein Film, Ryan. Ich dachte, du magst ihn. Okay. Sieh du ihn dir einfach an. Ich gehe ins Bett. Ich mach ihn aus. Nein. Du kannst ihn dir ruhig ansehen. Tu dir keinen Zwang an. Ich geh schon. Scheiße. Ist doch nicht nötig, Mann. Gute Nacht. Ich bin der Boss. Hey. Ja? Neuigkeiten von Ryan? Oh, Dad war mit ihm bei Amber. Was immer ist es, er will kämpfen. Und? Wie schlimm ist er verletzt? Wird er mir sicherlich erzählen. Aber er wird kämpfen, oder nicht? Hat er jedenfalls gesagt. Dann muss ich mir wohl keine Sorgen machen. In Ordnung. Ich werde heute Abend ausgehen. Nimmst du meine Anrufe an? Wie sehe ich aus, hm? Hm? Echt gut. Du hast gar nicht hingesehen, Mann. Nein, das sieht gut aus. Was soll das? Du musst diese verdammten Videospiele ausschalten, rausgehen und Spaß haben. Verstanden, Mann? Ich mein's ernst, ja? Weißt du, dein Gehirn verfügt über Neuroplastizität. Wenn du dir diesen Scheiß zu lange ansiehst, dann verändern sich deine Nervenbahnen, Mann, klar? Das ist Wissenschaft. Geh nach draußen. In die Natur. Gottes Videospiel. Hey Bob, was ist los? Ich hab das verdammte Miami, sagt ehrlich. Da läuft nichts als Pornos, Eurotrash und so weiter. Jedenfalls kommt's mir immer mehr so vor. Und das nervt total. Warst du nicht in Italien? Ja, war ich, aber da war's genauso eklig. Und ich hab meine Agentur gekündigt. Jetzt bin ich hier und hab ein paar Meetings. Bin irgendwie durch damit. Und was willst du jetzt tun? Vielleicht mache ich ein bisschen Printzeug. Mal sehen. Keine Ahnung. Naja, ich konnte etwas Geld beiseite legen. Das reicht eine Weile. Aber du bist jetzt eine Kämpferin. Unglaublich ist das. Wieso? Naja, ich meine, das ist doch verrückt. Nein, es ist nicht. Es ist... Ich trainiere viel. Ich sehe es wie ein Job. Es ist, wie es ist. Verdienst du damit Geld? Nicht wirklich, nein. Im Moment. Aber wenn ich weiterhin besser werde und Kämpfe gewinne, dann werde ich auch Geld verdienen. Was ist los? Sag schon. Was meinst du denn? Gut. Lass es. Gibt es irgendwas, das du mir sagen willst? Zum Beispiel? Naja, vielleicht, ob du jetzt Pussys leckst. Hey, verarschst du mich? Tut mir leid. Nein, fick dich, verdammt. Ich frag ja nur, man weiß ja nie. Ich leck keine verdammten Pussys. Das ist echt lächerlich. Leckst du Pussys? Nein. Die wundervollen Mendes-Schwestern. Darf ich? Ja, klar. Eine deutsche Propellermaschine im Kampf. Die Messerschmitt ME-262 ist ein Turbojet, dessen Flug dem einer Rakete ähnelt. Sie nutzt die Turbine nur zum Einsatz des Luftkompressors, um den Motor mit Sauerstoff zu versorgen. Der Vortrieb erfolgt durch die Ausdehnung von Gasen in der Brennkammer, wie bei einem Raketenjet. Die ME-262 ist ein Einmannjagdbomber. Ich glaube, du hast wirklich noch nicht verstanden, was für ein großer Star deine Schwester sein wird. Sehen wir mal. Sehen wir mal? Ja, sehen wir mal. Sieh sie da an. Sieh sie an. Sieh dir dieses Gesicht wirklich gut an. Sie ist hübsch und sie kann kämpfen. Und das besser als jede andere hübsche Frau. Sie kann mächtig dominant sein. War sie schon immer so? Sie war schon früher gemein, aber noch nicht so heiß. Mhm. Ellie war eine Spätzünderin. Wisst ihr was, Leute? Wir sollten jetzt nicht darüber reden. Wieso? Du bist nun mal verdammt heiß. Was soll's? Hör auf und verarsch mich nicht. Das ist Blödsinn. Alle haben immer Ava geliebt, weil sie die Kleine und Hübsche war. Und sie war der Bodyguard. Der Bodyguard? Und das macht's besser? Da ist so ein kleines Feuer zwischen euch beiden. Also, jetzt setz dich endlich hin und trink was. Ja, da muss ich mich auf den Kampf gegen meinen besten Freund vorbereiten. Er ist auch ihr Freund. Wie, ein Freund? Er ist nicht mein Freund. Aber ihr habt Sex, oder? Wir ficken. Ja, gelegentlich. Und du bist ein Mädchen, also habt ihr ein Verhältnis. Sehe ich auch so. So sieht's aus. Er ist dein Freund. Stimmt nicht. Tja, ich finde es beschissen, dass du gegen ihn kämpfst.
Naja, du wirst merken, dass die ganze Branche beschissen ist. Ich werde jetzt auf die Toilette gehen und dann wieder nach Hause. Und ihr beide ärgert euch nicht. Wir sehen uns morgen beim Training, Alicia. Und Ava, verlass nicht die Stadt, ohne dich zu verabschieden. Wir werden sehen. Hey, Ned, wie geht's dir? Komm rein. Hallo. Schön, dich zu sehen. Hallo. Ich dachte, du wolltest heute trainieren. Ja, wollte ich, aber weißt du, keine Energie. Ich verstehe, dann kann ich ja ein andermal wiederkommen. Oh, nein. Hör zu. Nee, zunächst mal wollte ich mich für meinen Ton heute Morgen entschuldigen, okay? Ob richtig oder falsch, ich bin zu weit gegangen. Schon gut, alles vergessen, ruf mich an und wir trainieren. Nein, bleib doch. Ich habe ein paar Freunde hier, nette Leute, alte Freunde von mir. Und was sagst du? Trinkst du ein Gläschen mit uns? Bin ich richtig angezogen? Ja, du bist ein Trainer, siehst gut aus. Hey Leute, das ist Ned Colina. Mein Personal Trainer, außerdem professioneller MMA-Fighter. Echt unglaublich, oder? Was willst du trinken, sag schon. Wodka mit irgendwas. White Russian? Gern. Okay, gut. Und jetzt mache ich dich mit meinen Freunden bekannt. Zu stoppen. Dieser Maßnahme fielen 208 Flugzeuge zum Opfer und das aus folgendem Grund. So haben unsere Streitkräfte die Luftwaffe immer weiter bedrängt. Bomber mit Zielkameras haben die Zerstörung der Nazi-Flugzeuge dokumentiert, wo sie auch aufgetaucht sind. Hallo. Ich finde, wir sollten den Abend zusammen verbringen. Tja, ich hätte nichts dagegen. Dann geh noch nicht. Du solltest zum Kampf kommen. Das würde dir sicher gefallen.
Jay, wie heißt er noch? Kulina? Ja. Nein. Gib mir seine Nummer. Vergiss es, du wirst ihn nicht ficken. Er will mich, du hast es gesehen. Sein Dad trainiert mich, es ist kompliziert. Such dir einen anderen zum Ficken. Gut, dann hilf mir nicht, ich werde sie trotzdem rausfinden, also. 42? Das sind wir. Hey, das ist meins. Ich hab die 42. Vergiss das Miststück. Schon gut, bitte, das kannst du dir sparen. Ich red nicht mehr. Fick dich! Lass sie nicht an! Verfluchte Scheiße! Jetzt komm! Na los! Scheiße, das war echt irre! Los, steig schon ein! Jetzt steig ein! Okay. Hey, Coach. Hallo. Hast du geschlafen? Nein, nein, ich lieg nur im Bett. Was ist? Ich habe schlechte Neuigkeiten, Ryan. Ich war nicht sicher, ob ich dir erzählen soll oder nicht, aber ich glaube, es macht keinen Unterschied. Was? Es geht um das Baby. Ich hab's verloren. Es ist tot. Lisa geht es gut, jedenfalls körperlich. Das ist alles, was ich weiß. Alvi, das tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schon gut. Ich weiß das zu schätzen. Jedenfalls weiß ich, wie wichtig sie dir ist. Ich dachte, du solltest das auch wissen. Ja, gut. Danke. Wir legen morgen wieder los, okay? Cool. Hey, Alvi? Ja, was ist? Denkst du, es ist okay, wenn ich sie anrufe? Lass ihr doch noch ein paar Tage. Okay, Ryan? Okay. Okay. Wir sehen uns morgen. Was für eine Scheiße. Guten Morgen. Ich bin Bobs Assistent. Lass dir Zeit, zieh dich in Ruhe an. Ich warte in der Küche auf dich. Was ist letzte Nacht passiert? Keine Ahnung. Blödsinn. Ich war nicht hier, Nate. Ich weiß es nicht. Ich denke, Sie wissen's. Tut mir leid. Tu ich nicht. Das Arschloch hat mir was in den Drink getan. Scheiße, hören Sie überhaupt zu? Ja. Wo ist dieser Idiot? Er sitzt im Flugzeug. Er ist in einem Monat zurück. Wo steckt er? Er fliegt nach London. Er bleibt einen Monat dort. Er will, dass du das hier kriegst. Weitere 10.000 damit du auf... Das will ich nicht. Denken Sie, ich will das Scheißgeld? Es ist für diesen Monat. Du siehst ihn nicht mal, also... Nimm das Geld. Ich will sein Scheißgeld nicht. Ich will nur wissen, wo er ist und wieso er nicht hier ist. Denn wenn er es wäre, dann würde ich die Scheiße aus ihm rausprügeln. Wie ist Ihr Name? Wie heißen Sie? Will. Will, sagen Sie ihm, dass ich ihn fertig mache.